So, sideboarden werden wir hier nichts. Könnte höchstens den Walking Corps splashen, um was gegen seine frühen Argo-Karten zu haben. Aber ich hoffe mal, dass das ja die anderen defensiven Karten schon richten werden gegen ihn. Das ist nicht die Welt, aber es ist okay. Delver. Ich glaube, ich setze mal die Priorität in seine Upkeep, weil falls er was wirklich Cooles zeigt, kann ich ihm das auch gleich wegmüllen. Wäre ja auch frech gewesen, wenn er es getan hätte. Ah, das Memories Journey. Schön. Ausnahmsweise mal nicht gezogen, sondern dorthin befördert, wo es hingehört. Spiele ich Apprentice und dann die Scarecrow. Ich überlege mir gerade, wie viele Instants und Sorceries er mir dann gezeigt hat. Den Bounce hat er gehabt. Er hatte das Moan. Einmal den Removal für zwei Schwarze. Schon nicht unendlich viel, aber wer weiß, vielleicht reicht ihm das ja, um den Delver zu spielen. Ins Deck-Konzept wird er auf jeden Fall passen und ich glaube, irgendwann wird er auch flippen. Irgendwann, vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. So. Ich glaube, ja, jetzt gibt es Mulch und Boneyard Worm. Damit wir da was entgegenzusetzen haben. 2-2 ist er mal und wir können den ja auch mit einem Combat, mit dem Dream Twist eventuell sogar noch ein wenig verstärken. So. Ja. Grasp, okay. Karte ist natürlich stark und er splasht noch. Ah, wahrscheinlich für das Rolling, das Trampler, das 2 Damage auf alle Nichtflieger. Kann ich mir gut vorstellen, dass er das reingebordet hat gegen die Spinnen. Mal sehen. Okay. Das ist eine gute Karte. Eine verdammt gute Karte. Wenn er die. Ja, ich muss sie jetzt spielen. Ich kann nicht warten, bis ich 7 Mana habe. Aber wenn er den nicht wegkriegt, dann bin ich im 0, gar nichts durch mein Deck durch. Hab unendlich viele Spinnen und die Infinite Combo am Laufen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Okay. Nächster Versuch. Wahrscheinlich kommt jetzt das Grasp und dann habe ich das Mana offen, um hier zu blinken. Er hat auf der Hand noch ein Grasp und eine Karte, die wir nicht kennen. Okay. Hätte ich jetzt umgekehrt gespielt, aber sei es drum. Weil wenn er jetzt mit dem Grasp des Phantasm anzielt, wird dabei nicht wirklich viel passieren. Ich werde hier trotzdem blocken.
und auslösen. Spawning im Graveyard. Okay. Der Wurm wächst, der Wurm wächst. Er wird wieder zur Bedrohung. Spawning könnte ich jetzt schon spielen für 4. Das lohnt sich ja nicht. Aber ich denke, das Phantasm wird ja über längere Zeit schon dafür sorgen, dass da noch ein bisschen mehr im Graveyard landet. Ich glaube, dann haue ich den mal an für 5. Dann mache ich mir einen Okkultisten. Und zack, go. Wenn er angreift, muss ich mir gleich überlegen, ob ich den hier wieder reinstellen möchte. Ich glaube, das würde ich schon tun. Ja. Weil offensichtlich hat er den Delver gezogen und nicht den Removal. Noch eine Karte im Deck. Zeit, die Upkeep-Settings zu stellen. Stehe da natürlich rein. Mutig wie ich bin. Und löst das Phantasm nochmals aus. Ah, die letzte Karte, die darf ich ziehen. Ja. Und der Wurm ist in der Zwischenzeit auf 5-8 gestiegen. Das ist ja mal cool. Und jetzt folgt das Moon. Ja, das Moon. Gut. Ich werde meine letzte Karte sicher ziehen. Eine Spider. Das ist gut. Ich greife hier mit Wurm und Phantasm an. Schauen, was er mit dem Wurm macht. Blockt mit einem Zombie, okay. Ich glaube, ich mühle mich selbst hier. Nicht, dass ich ihm irgendwas treffe, was er flashbacken kann. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit reif für Spider-Spawning. Er hat noch das Grasp auf der Hand, dass er vielleicht jetzt auf das Phantasm spielen wird, damit ich den Zug nicht angreifen kann damit. Oder so. Er hat im Übrigen noch 5 Minuten auf der Uhr, was auch bedeuten würde, dass man ihn unter Umständen einfach austimen könnte. Werden wir hier wahrscheinlich nicht müssen, da wir einfach dieses Spiel gewinnen. Grasp auf den Wurm. Okay. Das geht meiner Meinung nach in Ordnung. Und jetzt Angriff? Nee. Ich ziehe den Wurm nach. Ich überlege mir gleich, ob ich hier noch lustig angreifen und tauschen soll. Ich glaube, dass ich das tun werde. Und zwar das Phantasm tausche ich ab, den Okkultisten tausche ich ab. Und lege einfach 2, 3 fette Viecher nach.
Töte ich lieber den Zombie statt den Ghoulraiser. Dass das alles passieren, mülle mich viermal. Was nicht wirklich einen Effekt hat, aber dann hat es das bei ihm wenigstens auch nicht. Und dann spiele ich einen Scavenger und einen 10-10-Wurm und gebe den Zug ab. Interloper, kann nicht blocken. So, jetzt nicht vergessen, dann in der Upkeep noch mit Spectral Flag in der Upkeep noch die Infinite Combo auch wirklich. Muss nicht mal in der Upkeep sein, sondern kann auch jetzt sein. Ich mache mir hier statt einer Spinne noch einen Homunculus und spiele dann End of Turn das Memories Journey auf mich und auf die Runic Repetition, dem Grimgrin. Und sonst habe ich gerade nichts, was ich wirklich ziehen will. Ja, vielleicht noch den Boneyard Worm. So. Dann ziehe ich den Grimgrin. Ich greife hier an mit Wurm, Scavenger, Homunculus und vier Spinnen. Kann mir zwei der Spinnen und den Homunculus töten, was er wahrscheinlich wird. Und da Jump blocken. Genau. Dann kommt die große Spinne. Oh, das reicht gar nicht für einen Grimgrin, sehe ich gerade. Dann kommt die fette Spinne nach und ich bastel mir hier noch einen Homunculus aus dem Spider-Token, der hier ohnehin sterben wird. So. Also, nee, ich spiele natürlich den Grimgrin und nicht die Spider. Hat ja ganz knapp mehr Impact aufs Board. Screeching Bat für 4 Mana. Großzügig. Runic Repetition. Ja, ich denke mal, dass wir hier mit gutem Gewissen die Scarecrow mal an den Grimgrin verfüttern dürfen. Und dann mal rein in die gute Stube. Fressen wir hier noch den Zombie. So. Und das war's. 8 Booster. Ist ja mal gut gegangen. Ich glaube, ich hätte das Deck jetzt nicht auf 3-0 eingeschätzt, sondern eher auf 2-1 oder 1-2 wegen dem Gnaw to the Bone, das fehlt. Aber es sieht so aus, als hätten wir das mit unseren zwei Mythic Rares irgendwie kompensieren können.